Wir nehmen teil am Leid in unserer Kirchengemeinde. In der vergangenen Woche haben wir unter Gebet und Segen Abschied nehmen müssen von Hannelore. Lasst uns beten. Allmächtiger und sanfter Gott, wir sind traurig, weil wir Abschied nehmen müssen von Hannelore. Und wir geben sie aus unserer Mitte in deinen Himmel, aus unserer Zuneigung in deine Liebe, aus unserer Fürsorge in dein Erbarmen. Gib ihr dort, wo sie jetzt ist, himmlische Heimat und Geborgenheit. Und wir beten mit den Worten, mit denen auch Jesus Christus gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Hinweis noch, am kommenden Sonntag, 7. Juni, nehmen wir unsere Gottesdienste hier wieder auf. Wir feiern Open Air vor der Lutherkirche bei strahlendem Sonnenschein. Und wir feiern über den ganzen Tag verteilt, morgens um 10, morgens um 11, nachmittags um 16 und um 17 Uhr und um 21 Uhr. Und zwischendurch haben wir noch zwei Taufgottesdienste, also reichlich Gelegenheit. Dabei werden wir willkommen heißen, Heinz Franke, neuer Pastor der Lutherkirche, Willem Heinz, neuer Pfarrverwalter. Wir werden Thilo Wilkens aus dem Kirchenvorstand verabschieden und Peter Gerdes als neuen Kirchenvorsteher begrüßen. Wir werden André Brese als Küster und Hausmeister verabschieden und Rainer Schlabach und Peter Gerdes als neuen Hausmeister und Küster begrüßen. Huh, das alles machen wir über diesen Tag verteilt. Meine Bitte, melden Sie sich bitte bei Frau Schlabach im Büro an. Die sagt Ihnen, wo noch Platz ist, denn die Abstandsregeln werden penibel eingehalten und wir bekommen zwar eine ordentliche Anzahl von Menschen vor die Kirche, aber nicht 3000 Leute. Also melden Sie sich bitte vorher bei Frau Schlabach an, sprechen Sie nicht auf den Anrufbeantworter, sprechen Sie persönlich mit ihr. Das ist mein und unser großer Wunsch. Und dann sehen wir uns am kommenden Sonntag in alter und neuer Frische. Bis dahin, tschüss.